Boah, der vorm Auto. Du-dum. Das war jetzt echt ein Fail. Schaut mal hier, richtig viel Salz einfach. Guten Morgen. Guten Morgen. Für uns startet heute der letzte volle Tag hier im Yellowstone Nationalpark. Wir fahren gerade durchs Lamar Valley und das ist ein riesig großes Tal, wo man Wölfe sehen kann, Bären, Elche und. Und wir hatten direkt am Morgen schon wieder Glück. Wir haben einmal einen Grizzlybär gesehen mit zwei Cubs, also mit zwei kleinen, zwei Jungtieren. Und einmal in der Ferne, ich denke Braunbären waren das, oder? Ja. Zwei große, Wahnsinn. Genau. Und wir sind uns nicht sicher, ob wir einen Wolf oder einen Coyote Stimmt. gesehen haben. Hier ist auch eine Infotafel, die gibt es sowieso öfters im Park. Und einen roten Fuchs haben wir ja auch schon gesehen, direkt am ersten Tag, wo wir in den Park reingefahren waren. Und das hier ist ein Kojote und das ist ein Wolf. Wie gesagt, wir sind uns jetzt nicht sicher, was wir von den beiden gesehen haben. Aber was auch super interessant ist, hier sieht man halt einfach die Größen von den Tatzen, sagt man, oder? Ja, ich denke auch. Ja, und guck mal oder hier. Oder Pfoten. Pfoten, genau. Tatzen sind, glaube ich, eher Wölfe. Bären. Hier. Das ist vom Wolf. Ja, vom Grauwolf. Ist riesig groß. Wahnsinn. Ja. Ja, und wenn ihr in das Tal reinfahrt, dann auf einmal kommt so eine komplett große Weite. Man fährt hier wirklich echt lange Zeit durch. Und wenn ihr Glück habt, dann sind halt überall Beobachter von Wölfen, Bären und Co. unterwegs. Die haben riesige Stative, riesige Kameras oder Ferngläser und da könnt ihr halt wirklich immer dran erkennen, dass da irgendwie was im Busch ist. Einfach nebenan halten, mal fragen und dann lassen die einen oft auch durch die Ferngläser gucken. Dann kann man ganz im Detail sehen, was sie entdeckt haben. Da unten boxen sich auch zwei Bisons wieder. Das haben wir gestern schon mal gesehen. Ja. Wir wollen jetzt eigentlich von der Tower Roosevelt Area über den dann Raven Pass zum Canyon Village fahren und oben auf der Spitze auch den Mount Washburn besteigen bzw. dort wandern gehen, aber die komplette Strecke ist jetzt zu der Jahreszeit noch gesperrt und an der Stelle auch ein Tipp, guckt euch immer die offizielle Seite des Yellowstone Nationalparks an oder recreation.gov die Website. Da bekommt ihr alle Infos, welche Straßen auch noch gesperrt sind, offen nicht, dass ihr irgendwo hinfahren wollt und dann kommt ihr an und kommt irgendwie an einem Punkt nicht weiter. Wir sind gerade nochmal beim Fort Yellowstone und waren hier auch im Visitor Center, welches echt sehr zu empfehlen ist. Da lernt man eine ganze Menge. Genau, wir haben nämlich auch mal gefragt, was für ein Tier wir denn jetzt eben gesehen haben. Wir haben ja echt zum Kojoten tendiert und es war tatsächlich ein Kojote. Ja. Also auf den ersten Blick dachten wir, oh wow, ein Wolf, aber der war ein bisschen zu klein für einen Wolf. Ja. Und allgemein war es super interessant da drin. Die hatten ganz viele Tafeln aufgestellt, wo vieles erklärt war. Und die Bären haben früher sogar richtig mit den Menschen so zusammengelebt. Die wurden auch von den Menschen gefüttert. Ja, richtig krass. Also richtig heftig. Die kamen dann richtig an die Kutschen. Ja, ganz früher. Und wurden dann gefüttert.
Ich glaube auch erst seit 1970 gibt es keine normalen Mülleimer mehr im Park, sondern nur noch Mülleimer, die halt gegen Bären abgesichert sind, weil die Bären irgendwann da dran gegangen sind. Genau. Und seit 1970, wenn ich mich nicht irre, ist es auch erst verboten, die Bären zu füttern. Das ist richtig krass, oder? Aha. Wahnsinn. Jesse filmt da hinten gerade einen Bären, aber den kann man leider ganz schlecht erkennen. Außerdem fahren immer die Autos durchs Bild. Und was krass ist, es hat total angefangen auf einmal wieder ganz plötzlich, obwohl wir bestes Wetter hatten, zu hageln und zu schneien. Wir sind jetzt am Grand Canyon of Yellowstone angekommen. Hier gibt es die ganz bekannten Upper und Lower Falls, riesige Wasserfälle. Und einer der Fälle ist sogar fast doppelt so hoch wie die Niagara-Fälle, also ziemlich beeindruckend. Wir sind mal gespannt, wie es aussieht, denn wir wandern gerade den ersten Punkt hier runter, wo man wohl direkt einen Blick auf den Wasserfall hat. Jetzt gleich sind wir am Brink of the Lower Falls angekommen und hier fällt das Wasser, wie gesagt, 94 Meter tief. Wir haben es geschafft, einmal runter und einmal hoch. Was ihr mitbringen solltet, viel Sauerstoff. Ja, vielleicht eine Flasche Wasser. Das sah aber mega beeindruckend aus. Ja. Es fängt gerade zu schneien. Ja, erst schwitzt man wie verrückt, jetzt Schnee. Der Canyon ist übrigens 250 bis 400 Meter tief. Und breit 500 Meter bis 1300 maximal. Und lang sogar 32 Kilometer von der Tower Roosevelt Area bis weit hier dran vorbei noch. Heute ist das Wetter echt unvorhersehbar. Wir kommen hier gerade am West Sump Geyser Basin an und die Sonne scheint. War zwar ein bisschen kalt, aber sonst okay, wir setzen uns die Sonnenbrillen auf und jetzt schneit es schon wieder, beziehungsweise hagelt ein bisschen. Da hinten parken und gehen jetzt zu Grand Prismatic Spring. Das ist auch so eine große heiße Quelle und die ist ganz bunt. Heute ist nur leider ein bisschen der Wurm drin, weil eigentlich wollten wir noch zum Grand Prismatic Spring Overlook. Das ist ein Aussichtspunkt halt höher gelegen. Da wären wir jetzt so 20, 30 Minuten hingewandert. Aber die Zufahrtsstraße dahin bzw. der Parkplatz, der wird wohl komplett neu gemacht. Da standen irgendwie Baumaschinen. Ich denke mal, jetzt nach dem Winter werden die da irgendwie wieder alles verbessern, wenn es Beschädigungen gab. Und ja, es gibt einige Straßen, die noch hier im Park gesperrt sind. Deswegen ist es wahrscheinlich doch ratsam, wenn man ein bisschen später im Jahr hier ist. Ja, sieht auf jeden Fall beeindruckend aus. Trotzdem haben wir ein bisschen Pech, denn der Wind steht schlecht und es ist auch relativ windig. Deswegen zieht der Rauch eigentlich die ganze Zeit oder der Qualm in unsere Richtung. Dann ist es noch durch den Wind so ein bisschen wellig oben drauf. Denn normalerweise kann man auch richtig klar da reinschauen. Also man hat ganz viele verschiedene Farben. Ist trotzdem sehr beeindruckend, aber nicht so, wie es, glaube ich, sein könnte.
Wir fahren jetzt aus dem Nationalpark raus, der Nationalpark weint und werden nochmal von Bisons verabschiedet. Schaut mal, sogar mit Babys. Von beiden Seiten. Oh Gott, richtig crazy. Der Hammer. Guck mal, die Kleinen. Das ist echt krass. Boah, der vorm Auto. Oh mein Gott, wie süß. Überall. Was die für Hörner haben, ne? Oh Gott. Richtig nah. Sonst ein richtig langer Stau. Zum Glück fahren wir in die andere Richtung. Wir sind jetzt in West Yellowstone und möchten was essen gehen und ich glaube, wir haben das most famous Restaurant der Welt erwischt oder so. Wir sind hier beim Slippery Otter. Wir kommen gerade die Tür rein und da stehen bestimmt, keine Ahnung, 8 Leute vor uns, die auch am Tisch warten. Das ist so voll da drin. Unglaublich. Genau, dann mussten wir erstmal uns anmelden und jetzt in 5 bis 10 Minuten werden wir dann reingerufen, mal schauen, ob es wirklich so ja, das ist so voll, dass man noch nicht mal drinnen warten darf, sondern mit vielen anderen Leuten warten wir jetzt vor der Tür. I found that photo in the sofa. And it's from way back in 01. So I guess there's much I never told you. Like who I am, who I love, where I've been and where I came from. Grew up on 913 of Blue Rock. Memories of 6 kids. Kann man machen, würde ich sagen, oder? Ja, war auf jeden Fall lecker. Gute Portion, nur rappelvoll da drin. Wir sind das echt nicht mehr gewöhnt, glaube ich, dass so viele Menschen auf einem Haufen sind. Oder? Ja, wann waren wir das letzte Mal in einem Restaurant oder in einer Bar, die so voll war? Keine Ahnung, das ist ja sowieso bei uns auf Samui viel ruhiger. Viel, viel ruhiger. Ja. Und da waren wir selten in einem vollen Restaurant, wirklich. Ja, also, aber war cool. Ewig nicht mehr. Ja, hatte Flair auf jeden Fall. Habe ich jetzt nicht gefilmt oder was? Ich jetzt? Ich weiß nicht. Du-dum. Du-dum. Das war jetzt echt ein Fail. Wir stehen gerade hier an den Bonneville Salt Flats, stehen direkt an den Schildern hier. Hier gibt es auch einen riesigen Speedway, das ist eine Salzwüste, kann man sagen. Hey, und wir stehen hier im übelsten Regen direkt an dem Schild, filmen. Und dann kam das, was ihr gerade hier vorgesehen habt. Wir laufen wieder zum Auto und ich merke, dass ich nicht gefilmt habe, aus unerklärlichen Gründen. Wahrscheinlich, weil es so geregnet hat, irgendwie beim Trockenmachen der Kamera schon. Ja, keine Ahnung, wieder ausgeschaltet, whatever. Also jetzt ist es ein richtiger, richtiger Fail. Wir sind hier hingefahren, ach guck mal, da hinten rennen. Da fahren wir ein Rennen. Krass. Ja, wir sind jetzt eben hier hingefahren und wollten uns die Salt Flats angucken. Hatten eigentlich gehofft, dass gutes Wetter ist. Dann fahren wir los und es wird immer dunkler. Bewölkt da, dann fängt es an zu regnen und jetzt sind wir hier.
Das ist nicht cool. Richtig, der war am Regnen. An dem Schild hier zu den Salt Flats steht auch, dass nass sein kann oder nass ist. Darf man auch nicht da drauf fahren. Machen doch aber recht Macht viele. Jeder. Aber wir riskieren es nicht, weil wir haben jetzt eben schon einen gesehen, der sich im Auto drin festgefahren hat, an der Straße direkt. Und das kommt bestimmt bei der Autovermietung nicht so cool an, wenn das bei uns passieren würde. Beziehungsweise Wir haben heute noch was anderes vor, als genau, das festzufahren. Wäre auch schlecht. Und eigentlich sehr zu empfehlen. Sieht super schön aus. Jetzt auch im Regen ist es noch weiß sogar hier. Aber ja, alles in allem irgendwie doch ein Fail, würde ich sagen. Aber es ist bitterkalt. Jetzt in Salt Lake City, da waren wir nämlich jetzt die letzten Tage im Übrigen. Da hatten wir knapp 30 Grad gehabt und hier, ich würde gerade mal so schätzen, 10 Grad vielleicht oder so. 10, 12, keine Ahnung. Es ist echt kalt, muss man sagen. Ja, Regen hat gerade ein bisschen aufgehört. Hinten im Hintergrund kommen auch ein paar Biker gerade an. Gerade ein paar Sportwagen hier. Ist eigentlich ganz nice, bis auf das Wetter, oder? Schaut mal hier, richtig viel Salz einfach nur. Ja, richtig, aber auch so fest und feucht jetzt alles durch den Regen. Interessant. Braucht jemand ein bisschen zum Kochen? Gerade hat noch die Sonne geschienen, jetzt schneit es wieder. Wir gehen jetzt zum, habe ich vergessen. Wir sind jetzt in Jest. Wir sind jetzt in Westy.